Und jetzt geht's auch los drüben in der Bundespressekonferenz. Herr Wanderwitz, der Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Länder, ist auch da. Sie sehen es hier schon, wird den Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit vorstellen. Gucken wir rüber nach Berlin und lauschen dann in der Bundespressekonferenz. Sind wir mal gespannt auch zu hören, warum sich das ein bisschen verzögert hat. Das ist eher untypisch bei solchen Terminen. 10 Minuten Verzögerung, als hätte da möglicherweise das Bundeskabinett noch mal die eine oder andere Rückfrage gehabt. Werden wir gleich ja wahrscheinlich hören und ja, sind auch gespannt. Nochmal der Hinweis von mir, hatte ich Ihnen eben ja auch schon angedeutet, wie groß die Unterschiede tatsächlich noch sind und auf welchen Feldern und in welchen Bereichen zwischen Ost und West. Herr Wanderwitz, bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst einmal Entschuldigung für die kleine Verspätung, aber wir haben munter diskutiert im Kabinettsausschuss und solche Debatten sollte man ja nicht ohne Not zu früh zu Ende zu bringen. Insbesondere haben wir uns am Ende in den letzten Minuten noch über den weiteren Umgang mit dem Thema, da habe ich hier den Bericht, den habe ich dabei, Zukunftszentrum Deutsche Einheit, europäische Transformation unterhalten. Matthias Platzek, der mit mir gemeinsam diese Arbeitsgruppe geleitet hat, war ja auch anwesend und das war also die letzte Diskussion. Aber ich arbeite einfach mal jetzt chronologisch sozusagen die Sitzung ab. Das Bundeskabinett hat heute den Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit beschlossen und das ist sozusagen ein Stück weit nach dem Jubiläumsjahresbericht 30 Jahre Deutsche Einheit im letzten Jahr nun der Bilanz Jahresbericht dieser Bundesregierung nach fast 4 Jahren. Ich möchte als erstes festhalten, unser Land ist seit der Wiedervereinigung substanziell vorangekommen. Dies gilt auch und gerade für diese Legislaturperiode. Gleichwertige Lebensverhältnisse, wirtschaftliche Prosperität und gesellschaftlicher Zusammenhalt, diese Attribute treffen auf immer mehr Regionen in den neuen Bundesländern zu. Natürlich gibt es noch Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern, aber diese sind nicht mehr ausschließlich oder überwiegend mit der deutschen Teilung oder dem Umbruch nach der Wiedervereinigung zu begründen. Bei den neuen Ländern geht es nicht mehr vorrangig um Auf- oder Nachholen oder Vollenden. Maßstab der Bundesregierung für eine Bewertung der deutschen Einheit kann nicht mehr der Zustand der ehemaligen DDR des Jahres 1989-90 sein. Die Herausforderungen, in denen wir uns jetzt und in Zukunft befinden, denen wir uns stellen müssen, stellen sich allen Regionen in Deutschland. Wir müssen Globalisierung und Migration, Fachkräftesicherung, Klimawandel, Digitalisierung, Unterschiede zwischen Stadt und Land in allen Regionen unseres Landes in nahezu gleicher Weise begegnen. Was uns dabei eint, ist das Ziel, mit dem wir die Zukunft angehen wollen, nämlich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse im vereinten Deutschland insgesamt. Die Voraussetzungen zur Erreichung dieses Ziels sind allerdings regional unterschiedlich. Die neuen Länder müssen den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft zweifelsohne insgesamt aus einer schwächeren Position heraus bewältigen. Die Wirtschaftskraft in den neuen Ländern hat sich inzwischen auf 81% des Bundesdurchschnitts erhöht. Die strukturschwächsten Regionen Deutschlands liegen aber immer noch allesamt in den neuen Ländern. In den neuen Ländern haben einige Regionen jedoch deutlich aufgeholt. Von einer flächendeckenden Strukturschwäche kann daher insgesamt nicht mehr gesprochen werden. Auch eine bloße Differenzierung zwischen Ost und West bringt keinen Erkenntnisgewinn mehr. Die Bundesregierung hat in der nun auslaufenden Legislaturperiode eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, mit denen der Strukturwandel gestaltet wird und mit denen regionale Ungleichgewichte ausgeglichen werden sollen. Der Bund hat dabei in den letzten Jahren einen Paradigmenwechsel vollzogen. Weg von besonderen Regeln für die neuen Länder, wie wir sie in den vergangenen Dekaden hatten, hin zu einer gesamtdeutschen Förderung, die wir zum 01.01.2020 implementiert haben. Diese Förderung orientiert sich an Indikatoren, Himmelsrichtungen spielen keine Rolle dabei. Damit stellen wir sicher, dass solche Regionen im gesamten Bundesgebiet Unterstützung erhalten, die sie benötigen, weil sie strukturell schwächer aufgestellt sind als andere Regionen. Dazu gehören vor allen Dingen ländliche periphere Regionen in den neuen Ländern, aber eben auch strukturschwache, vergleichbare Gegenden in den alten Bundesländern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Herstellung der inneren Einheit bleibt eine Daueraufgabe.
Nur gemeinsam in unserem vereinten Deutschland können wir den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft begegnen. Die Bundesregierung hat in den letzten Jahren vieles bewegt, um die neuen Länder beim Strukturwandel zu unterstützen. Dazu gehört die Neu- und Ausgründung von Bundesbehörden und Ressortforschungseinrichtungen in strukturschwachen Regionen. Keine Bundesregierung ist in den letzten Jahrzehnten erfolgreicher auf diesem Gebiet gewesen als diese Bundesregierung. Auch mit dem Strukturstärkungsgesetz für die Kohleregionen, welche weit überwiegend in den neuen Bundesländern in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg liegen, werden Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft getroffen. Breitband und Mobilfunk wird flächendeckend ausgebaut, Mobilität und Verkehrsinfrastruktur in der Fläche verbessert, Städtebauförderung und Wohnungsbau vorangebracht, Engagement im Ehrenamt gestärkt, Kindertagesbetreuung weiter verbessert und Barrierefreiheit in der Fläche unterstützt. Ein ganz kurzer Ausflug zu Corona. Corona hat die neuen Länder, was die wirtschaftliche Situation betrifft, weniger stark getroffen als die alten Länder. Wir haben in Brandenburg 3,2% Rückgang des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2020 erlebt, als das neue Bundesland mit dem geringsten Einbruch. Den höchsten Einbruch gab es in Thüringen mit -4,6, im Verhältnis -4,8 in Deutschland. Also alle neuen Länder haben weniger stark wirtschaftlich unter der Pandemie gelitten als die alten Länder. Das ist auch ein Beleg dafür, wie solide die wirtschaftlichen Strukturen in den neuen Ländern inzwischen sind. Allerdings ist einer der Gründe auch, dass vor allen Dingen die industriellen Kerne mit hohem Exportanteil besonders betroffen waren. Und diese liegen weit mehrheitlich in den alten Bundesländern. Wir gehen allerdings im Gegenzug auch davon aus, dass der Aufholprozess nach Corona in den neuen Ländern etwas schwächer sein wird als in den alten Ländern, sodass Corona im Grunde genommen für die wirtschaftliche Entwicklung im Verhältnis Ost-West kaum eine unterschiedliche Rolle spielt. Bei der Arbeitslosigkeit verzeichnen wir aktuell eine durchschnittliche Arbeitslosenquote von 7,3% Ost. Das sind 1,7% mehr als in den alten Ländern, nur noch 1,7% mehr. Wir erinnern uns an die teilweise riesigen Arbeitslosigkeiten und das große Gap. Der Corona-Effekt auf die Arbeitslosenquote war allerdings in den neuen Ländern größer als in den alten Ländern. Auch das gehört dazu, wenn man sich das gesamte Bild anschaut. Zum Thema Behördenansiedlungen habe ich schon das eine oder andere gesagt. Ich will nur noch einmal die Zahlen nennen. Wir haben uns verpflichtet, aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen bis zum 31. Dezember 2028 allein in den Kohleregionen 5.000 Arbeitsplätze in Bundeseinrichtungen zusätzlich zu schaffen. Das sind nicht alles neue Arbeitsplätze, sondern vor allen Dingen auch Verlagerungen, Ausgründungen. Die Bundesressorts planen in den kommenden Jahren in den neuen Bundesländern rund 8.200, einschließlich Berlin 10.000 neue Arbeitsplätze einzurichten. Stand Ende 2020 sind davon bereits 2.800 besetzt. Von rund 15.000 neuen Vollzeitarbeitsplätzen, die nach derzeitigen Planung der Bundesregierung bundesweit in strukturschwache und vom Strukturwandel betroffene Regionen angesiedelt werden, entfallen damit mehr als die Hälfte auf die neuen Bundesländer. Wir berücksichtigen nicht nur rein strukturpolitische Erwägungen, sondern zum Beispiel auch die Erfüllung konzeptionell strategischer Aufgaben, wie beispielsweise im Bereich der Ehrenamtsförderung mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt in Neustrelitz oder bei der politischen Bildung mit der neuen Außenstelle der Bundeszentrale für politische Bildung in Gera. Ein letzter Punkt, der heute im Kabinettsausschuss Neue Länder auch eine große Rolle gespielt hat, wo wir uns auch von Professor Holtmann haben Expertise, wissenschaftliche, vortragen lassen, war, dass wie auch im letzten Jahresbericht durch das Zentrum für Sozialforschung Halle ausgelegte Erforschen der Einstellungen der Menschen in den neuen Ländern zur Demokratie. Der positive Befund, nicht nur die Lebensverhältnisse in Ost und West haben sich in den letzten drei Jahrzehnten stark angenähert, auch der Grad der Anerkennung von Lebensleistung wird individuell nahezu gleich bewertet. Wo wir allerdings noch deutliche Unterschiede weiterhin finden, sind die politischen Einstellungen der Menschen. Für die neuen Länder kennzeichnend ist eine im Vergleich zu den alten Ländern durchgängig skeptischere, distanziertere und auch kritischer ausgeprägte Grundeinstellung gegenüber Politik und Demokratie. Bei
einem Teil der Bevölkerung in den neuen Ländern besteht ein Gefühl der kollektiven Benachteiligung. Ich möchte aber betonen, dass es eine Minderheit ist, die sich selbst als Bürger zweiter Klasse sieht. Viele Zahlen, die da gehandelt werden, haben nicht das persönliche Empfinden der Befragten zum Gegenstand, sondern eher pauschale Aussagen über die Ostdeutschen, die es in dieser Form ja nicht gibt. Werden die Menschen nämlich zu ihrem persönlichen Empfinden befragt, wird im Osten von etwa einem Drittel die Antwort gegeben, dass ein Gefühl Bürgers zweiter Klasse besteht. Und auch in den alten Ländern gibt rund ein Viertel der Befragten diese Antwort, sprich dort wird der Unterschied dann sehr klein, wenn es ins Persönliche geht. Trotz alledem können uns insbesondere diese Thematiken nicht zufriedenstellen. Wir müssen noch stärker mit den Menschen über die Ursachen von Unzufriedenheit ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und Ansätze für ein Gegensteuern ausloten. Denn ein gesellschaftliches Auseinanderdriften können und dürfen wir nicht akzeptieren. Das Gefühl fehlender Perspektiven oder des Abgehängtseins, insbesondere in ländlichen Regionen mit eher ungünstigen demografischen Strukturen und damit das Gefühl einer gewissen Perspektivlosigkeit, muss für Politik und damit für die Bundesregierung weiter Ansporn sein, entschlossen entgegenzuwirken. Dabei können wir objektive, tatsächliche Strukturunterschiede nicht gänzlich aus der Betrachtung lassen. Aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Ansatz zur Stärkung der inneren Einheit unseres Landes. Ein letztes Thema will ich ansprechen, nämlich dass die Ergebnisse, die Handlungsempfehlungen der Kommission 30 Jahre Friedliche Revolution, 30 Jahre Deutsche Einheit, die ich gemeinsam mit Matthias Platzek leiten durfte, ebenso wie die folgende Arbeitsgruppe im kleineren Kreis. Diese Handlungsempfehlungen, die heute in Teilen im Kabinett erstmals einer Beschlussfassung zugeführt wurden, gehen weit über das Jubiläumsjahr hinaus. Dazu gehören beispielsweise Vorschläge, wie mehr ostdeutsche Verantwortung in Führungspositionen erhalten können. Die Bundeskanzlerin und der Herr Bundespräsident Gauck haben es ja vorgemacht. Wir haben aber insbesondere auch über das Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit gesprochen, zu dem es einen Wettbewerb geben soll, für den Kriterien festgelegt wurden. Und wir versprechen uns von diesem Zukunftszentrum viel positive Impulse für die Zukunft, viel Dialog, viel Aufarbeitung von noch nicht gänzlich aufgearbeiteten aus den 90ern und 2000ern. Insofern, weil ich das öfters mal gefragt worden bin, schon, es ist nicht zu spät für dieses Zukunftszentrum, es braucht es immer noch. Und eigentlich wäre es gut gewesen, wir hätten diesen Gedanken 10 oder 15 Jahre früher gehabt, aber jetzt haben wir ihn und deswegen geht es jetzt auch darum, dieses Thema umzusetzen, auch ausdrücklich mit einem Schwerpunkt nicht nur auf die neuen Länder, sondern auf Mittelosteuropa, ein Stück weit eine Scharnierfunktion auch innerhalb der Europäischen Union. Denn in Mittelosteuropa sind ja viele der Transformationsprozesse nach 1989/90 in gleicher oder ähnlicher Weise wie in den neuen Ländern erlebt und durchlebt worden. Soweit meine Einführung. Herzlichen Dank, Herr Wanderwitz. Dann kommen wir zu Fragen. Herr Kollege. So, mein Name ist Ewald König aus Österreich. Ist denn die Verlagerung der restlichen Ministerien aus Bonn nach Berlin auch ein Thema bei solchen Besprechungen? Und wann sehen Sie diese Umsetzung? Ja, das Thema Bonn-Berlin-Gesetz ist nochmal, Bundesstadt Bonn ist nochmal ein Thema für sich. So wie wir ja auch regelmäßig unterscheiden zwischen den neuen Ländern mit oder ohne den Einschluss von Berlin. Das war jetzt nicht Thema der heutigen Beratung und auch nicht Thema der Beratungen der Regierungskommission. Natürlich hat Berlin eine Strahlwirkung mittlerweile, die weit über Berlin hinausgeht. Und insofern ist natürlich auch das Thema einer weiteren Stärkung des Regierungssitzes der Bundeshauptstadt und des Behördensitzes Berlin weiterhin Dauerthema. Wir wissen allerdings auch, dass die Verschränkungen dort sind, wie sie sind. So will ich es mal beschreiben.
Eine Frage von Anna Lehmann von der TAZ. Wie bewerten Sie, dass die gesamtwirtschaftlichen Investitionen je Einwohner in den alten Ländern seit Jahren stärker steigen als in den neuen und dass die Zahl der Unternehmen in den neuen Ländern 2020 rückläufig war, während sie in den alten leicht gestiegen ist? Wird sich mittelfristig die wirtschaftliche Kluft zwischen Ost und West nicht vergrößern? Also zum einen ist es so, dass wir in den neuen Ländern einige gewisse Sondereffekte haben, die wir jetzt auch sehen. Einer davon ist beispielsweise, dass das tragende Rückgrat der Wirtschaft in den neuen Bundesländern Unternehmensgründungen rund um die Wiedervereinigung sind. Und viele dieser Unternehmensgründungen, die sich teilweise sehr gut entwickelt haben, sind insbesondere jetzt, das ist ein Phänomen, was wir seit einigen Jahren sehen, aber in den nächsten Jahren verstärkt weiterhin sehen, sind jetzt in der Phase, wo es um Unternehmensübergaben, Unternehmensnachfolgen geht. Weit ausgeprägter, als das in der alten Bundesrepublik der Fall ist, weil dort eben es nicht diesen einen Moment gibt, beziehungsweise der so viel länger zurückliegt, dass sich das ein Stück weit ausgewachsen hat. Zum anderen ist es traditionell so, dass, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Dichte der Industriearbeitsplätze und auch der großen industriellen Arbeitgeber geringer ist. Und wir versuchen das auch durchaus erfolgreich seit einigen Jahren dadurch aufzufangen, dass wir beispielsweise nicht in ausreichendem Maße vorhandene betriebliche Forschungen und Investitionen mit öffentlichem Engagement in diesem Bereich auffangen. Das wird weiterhin eine große Zukunftsaufgabe sein. Und wir haben uns ja schon entschlossen, im Bereich von Zukunftstechnologien, insbesondere in den Strukturwandelregionen Kohle, aber auch darüber hinaus, den neuen Ländern eine Art Überholspur zu öffnen. Wenn ich mir beispielsweise als letztes Mal anschaue, dass die Vergabe der Mittel im Bereich des IPCI Wasserstoff, dann sind dort die neuen Länder weit überproportional bedacht, weil es viele gute Projekte gegeben hat, die aber eben unbedingt die Unterstützung der Förderung bedürfen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal nicht pessimistisch, aber die Zahlen sind so, wie sie beschrieben sind, und das ist eine der Herausforderungen. Die nächste Frage von Mayer. Hier ist Anja Mayer vom Weserkurier. Hallo Herr Wanderwitz. Ich habe eine Frage. In dem Bericht steht, es entstünde mitunter der Eindruck, es sei unterschiedliches Wahlverhalten zwischen Ost und West vorhanden und es sei gradueller Natur. Wie erklären Sie sich das angesichts von wirklich massiven Zuwächsen der AfD in Ostdeutschland? Die sind mindestens 20% in allen Landesparlamenten und ich glaube in Hessen 13, das ist schon das allerhöchste in Westdeutschland. Und eine Frage, die ich mir jedes Mal stelle bei Vorstellung dieses Berichts, warum heißt das eigentlich neue Länder immer noch nach 31 Jahren? Ja, ich beginne mal mit dem Letzteren. Wir haben beispielsweise als Regierungskommission einfach mal sie alle aufgezählt, so oft das ging. Nur ist das eben relativ mühsam, weil es sind ja viele. Und am Ende des Tages ist bisher noch keine passendere Sammelbezeichnung uns allen miteinander eingefallen, weil sie sind halt relativ neuer, relativ jünger. Aber das ist regelmäßig sozusagen das Ziel kritischer Betrachtungen und ich kann das auch nachvollziehen. Allerdings will ich auch kein Geheimnis daraus machen, ist ja auch hinreichend bekannt, dass ich zu denen gehöre, die jedenfalls die Bezeichnung Ostdeutschland auch als nicht geneigte Ersatzmöglichkeit sieht, weil es die Ostdeutschen in der Form nicht gibt und weil zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen es beispielsweise auch Unterschiede gibt, die durchaus denen zwischen Bayern und Schleswig-Holstein vergleichbar sind. Insofern, ja, das vielleicht als Erklärungsversuch. Erstens. Zweitens, ja, ich bin ja durchaus bekannt dafür, dass ich nicht versuche, Dinge schön zu reden. Allerdings ist die Aussage, dass es graduelle Unterschiede sind, nicht falsch. Nur ist es eben die Frage, ob der Grad in einer hinnehmbaren Unterscheidung ist. Und ich bin da sehr beim Tenor Ihrer Frage. Ich halte das für äußerst problematisch, dass wir eine verfestigte Tendenz haben. Es sind ja weniger Zuwächse, sondern es ist eher, wenn man beispielsweise Sachsen-Anhalt sich jetzt als letztes Land anschaut, es ist eher das Verweilen auf konstant hohem Niveau, während wir in den alten Ländern eben ein Abschmelzen sehen, beispielsweise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Und das ist ein Problem, was an die Grundfesten der Demokratie heranreicht. Und das will ich überhaupt nicht kleiner reden und auch nicht klein formulieren in diesem Bericht.
Nur bemühen wir uns eben auch, klar zum Ausdruck zu bringen, dass die Mehrheiten in der Mitte ausgeprägt auch in den neuen Ländern stehen. Dann habe ich eine Frage von Anja Reich von der Berliner Zeitung. Sie sprachen gerade von Vorschlägen, wie mehr Ostdeutsche in Führungspositionen gelangen können. Wie genau sehen diese Vorschläge aus? Also zum einen gibt es eine aus meiner Sicht sehr schöne Handlungsempfehlung der Regierungskommission 30 Jahre, nämlich die Einrichtung, Arbeitstitel, eines ostdeutschen Begabtenförderungswerkes. Wahrscheinlich naheliegend bei dem neu entstehend geplanten Zentrum in Zusammenarbeit von Bund und neuen Ländern. Das ist also ein Angebot des Bundes, zu sagen, das, was die Bayern seit vielen Jahren beispielsweise allein können und machen und wo die neuen Länder ein Stück weit eben auch nicht dazu ausgestattet sind, aus sich heraus, dass wir das gemeinsam machen können. Das zielt eher in die Zukunft. Und praktisch geht es natürlich insbesondere darum, Entscheidungen zu treffen, wenn es beispielsweise um Personalien geht. Und deswegen haben diese Behördenverlagerungen schon dazu beigetragen, weil auch regelmäßig es dort dann in der Führungsebene regionale Besetzungen gegeben hat. Und wir wollen das als Bund weitergehen. Wir haben dort innerhalb der Bundesregierung eine gute Koordinierung, auch beispielsweise mit den Zentralabteilungen der Ministerien und der obersten Bundesbehörden. Und wir wollen jetzt auch eine stärkere Bund-Länder-Koordination angehen. Denn vieles von dem, was in der Wahrnehmung der Menschen immer wieder Thema ist, Amtsgerichtsdirektor, Finanzamtsvorsteher, Hochschulrektor, das sind natürlich alles Positionen, die nicht von der Bundesregierung oder vom Bund besetzt werden, sondern die am ehesten Länderregierungen verändern können. Und deswegen ist auch die Hauptverantwortung für dieses Thema bei den Landesregierungen der neuen Bundesländer. Nächste Frage, Herr Kollege. Nader Mohammed, Berliner Kriminalitätszeitung. Herr Wanderwitz, ich habe so verstanden, dass Sie kein Verständnis für den Begriff kollektive Benachteiligung haben. Angenommen bin ich Ostdeutscher und ich habe schlechte Kommunikation, schlechte Digitalisierung, die Bahnstrecken sind nicht reaktiviert, stillgelegt und so weiter und so fort. Dann ist es die Region, die ganze Region ist schlecht. Als Protest wähle ich die Parteien nicht aus Überzeugung, sondern um sie sich zu ärgern. Verstehen Sie? Warum haben Sie kein Verständnis für diese kollektive Benachteiligung, die Sie erwähnt haben? Die Bundesregierung hat nicht genug für die neuen Bundesländer gemacht in diesen Punkten, die ich erwähnt habe, und noch mehr, oder? Also zum einen ist es so, ich habe es ja vorhin ausgeführt, dass es den strukturschwachen benachteiligten Osten jedenfalls nicht mehr gibt, sondern es gibt mittlerweile viele Regionen, die einen guten Aufholprozess hinter sich haben, die einen guten Anschluss beispielsweise im Bereich von Infrastruktur aller Art haben. Insofern trägt dieses relativ eindimensionale Erklärmuster an dieser Stelle nicht. Erstens. Zweitens, ein nicht kleiner Teil derer, die die rechtsradikale AfD wählen in den neuen Ländern, tun das nicht trotz, dass sie eine rechtsradikale Partei ist, sondern weil sie eine rechtsradikale Partei ist. Und dritter Punkt, nichts rechtfertigt aus Protest das Wählen von rechtsradikalen Parteien. Es gibt im demokratischen Spektrum hinreichend Auswahl. Das ist eigentlich grundlegend konstitutiv unter Demokraten. Und genau das ist der Punkt, über den ich für meinen Teil mir vorgenommen habe, weiter mit den Landsleuten im Gespräch zu bleiben. Alle politischen Baustellen akzeptiert. Da sind wir aufgefordert, weiter dran zu bleiben. Aber das rechtfertigt nicht eine Protestwahl, die den Rahmen der Demokratie verlässt. Zusatz? Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Die Bundesregierung hat genug in den Osten gemacht. Also aus der Geschichte lernen wir, dass Erich Honecker hat 2 Millionen Wohnungen zum Beispiel nach diesen Juni-Proteste, 16. Juni, 17. Juni-Proteste, um die Zufriedenheit der Bevölkerung irgendwie hinzukriegen. Die Bundesregierung hat keine Megaprojekte, das in Osten besser geht, oder?
Also, wenn ich mir einfach mal anschaue, und das ist ja auch in unserem Bericht dokumentiert, wie sich in den letzten Jahren beispielsweise die öffentlichen Infrastrukturen entwickelt haben. Wenn ich mir beispielsweise mal anschaue, was für eine gigantische Erfolgsgeschichte die Städtebauförderung allein in den neuen Ländern ist. Ich habe ja mal 2 Jahre als Baustaatssekretär im BMI gedient. Die Städtebauförderung hat in der alten Bundesrepublik, gab es seit 1971, ein Schattenpflänzchen-Dasein geführt. Seit 1990 haben wir in der Städtebauförderung viele Milliarden in diese Gemeinschaftsaufgabe investiert, haben Stadt- und Dorfkerne, die in einem jämmerlichen Zustand 1989 gewesen sind, teilweise auf ein Sanierungsniveau gebracht, wo manche Regionen der alten Bundesländer sagen, na, bei euch sieht es aber wesentlich besser aus als bei uns. Und so kann ich viele solcher Erfolgsgeschichten nebeneinander stellen. Jetzt beispielsweise große Ansiedlungen, die es wieder gibt. Es gibt ja Politikerinnen und Politiker, die die Geschichten von der neuen Deindustrialisierung der neuen Bundesländer erzählen. Ich halte die für ausdrücklich abenteuerlich. Natürlich gibt es hier und da Entwicklungen, wo auch mal ein Werk schließt. Aber wenn ich mir allein anschaue, Tesla beispielsweise, CATL in Arnstadt, wenn ich mir anschaue, die neue Chipfabrik von Bosch im Silicon Valley in Sachsen und viele andere Entwicklungen mehr, dann hat sich doch in jeder Hinsicht in den letzten 30 Jahren in weiten Teilen der neuen Bundesländer vieles zum Positiven gewandelt. Und ich würde mir wünschen, dass das im Bewusstsein der Menschen stärker ankommt.